Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge bei Bewusstsein TV. Ich bin Alexandra und wie ihr seht, ich glaube, ihr kennt die beiden schon. Wir hatten mal einen oder unseren ersten Sonntags-Live-Talk. Da hatte ich Anne und Dennis Matern schon mal eingeladen. Und da haben wir über Intuitionen gesprochen, wie uns die Intuition führt. Dann kamen wir aufs Gespräch, dass sie ja eine Reise ins Land der Riesen vorgenommen hatten, also auf die Salomonen. Und unser Ende oder zum Ende hin ging es eigentlich zum Anfang oder der Start. Da ging es um die Reise. Und da wollen wir einfach jetzt mal ansetzen. Vielleicht startet ihr einfach mal. Wir haben gesagt, wir lassen es einfach mal fließen. Wir haben jetzt keine Fragen oder so uns überlegt, sondern ich bitte euch einfach erst, euch vielleicht noch mal ganz kurz vorzustellen und wir legen dann einfach, fangen am Anfang an bei eurer Reise, wie es losgegangen ist. Bitte ihr beiden. Ja, hallo erstmal. Danke nochmal, dass wir heute auch hier die Möglichkeit haben, in ein zweites Gespräch mit dir zu gehen, angenehmerweise. Wir sind Dennis und Anne Matern, wie du gerade schon richtig gesagt hast. Und ja, wir sind unterwegs mit unserem Buch einerseits Wandelnde Gedichte, Der Weg des Schöpfers. Das ist so ein bisschen das Herzstück unserer Arbeit. Wir sind unter anderem auch neben dem Buch als Erdheiler tätig. Und wir sind unserem Ruf im vergangenen Jahr nachgegangen, eine Reise zu unternehmen, und zwar ins Land der Riesen. Und das sind die Salomonen, eine Inselkette, die nordöstlich von Australien. Ja, von mir ein Hallo und guten Abend, guten Tag an die Zuschauer und an dich, liebe Alexandra. Schön, dass wir heute noch einmal hier zusammenkommen. Ja, mich freut es sehr, weil eure Geschichte ja so einmalig und außergewöhnlich vor allen Dingen auch ist. Und es ist oder es sind kleine Schritte am Anfang gewesen, die euch sozusagen in diese ungewöhnliche Anderswelt geführt haben. Und fangt einfach mal an, egal wer es von euch jetzt anfangen wollt, aber ich glaube, es gibt sogar auch ein Gedicht bei euch im Buch zu diesen kleinen Schritten. Vielleicht können wir da einfach mal mit anfangen. Ja, gerne. Also es war ja am Anfang so, dass wir einfach losgefahren sind. Da hatten wir uns ja auch letztes Mal drüber unterhalten und wie wir eben die ganzen Zeichen bekommen haben und dann immer unserem Gefühl gefolgt sind. Und ja, genau. Und das Gedicht, der nächste Schritt, gehört eigentlich auch so ein bisschen in dieses Themenfeld hinein, weil das gehört einfach ganz klar zusammen, wenn man dann einen Impuls bekommt, ihn auch eben einfach wirklich umzusetzen und dann gar nicht so lange zu planen und seine Energie in irgendwie 5 Schritte weiter schon zu investieren und wie das dann ist, wenn es dann ist und wenn es dann ist, sondern wirklich immer, okay, das ist jetzt gerade da, das möchte jetzt getan werden und es dann einfach zu tun, ohne zu wissen, wo es hingeht, ohne zu wissen, was wird, ohne zu wissen, wie das Ergebnis ist. Sondern einfach ganz auf dem Vertrauen zu sein. Und da ist eben dieses Gedicht draus entstanden. Und ja, ich lese das gerne mal vor. Das heißt, ja, der nächste Schritt. Es ist nicht wichtig, den ganzen Weg zu sehen. Viel wichtiger, den nächsten Schritt zu gehen. Ich tue es. Ich gehe den nächsten Schritt. Ich fühle es. Mein Herz pulsiert sofort mit. Es ist nicht wichtig, dies im Detail zu verstehen. Viel wichtiger, es im Vertrauen anzunehmen. Ich tue es. Ich nehme es im Vertrauen an. Ich fühle es. Es gibt nichts, was ich nicht kann. Wenn ich also meinem Gefühl vertraue, die Wege mit dem Herzen baue, entsteht ein Weg von höherem Glück, ein Weg voller Wunder geschmückt. Es ist nicht wichtig, dies im Detail zu beschreiben, viel wichtiger, den nächsten Schritt zu beschreiten. Ich gehe den nächsten Schritt. So passend,
mehr eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Und ich finde, das ist doch ein toller Start zum nächsten Schritt, wie es weitergegangen ist. Ich weiß, ihr habt das so toll geschildert, wie eure Zugfahrt war und ihr während der Zugfahrt sozusagen, ich sage es jetzt mal, eure Finanzierung stand, um den nächsten Schritt zu gehen, also sich ins Flugzeug zu setzen und Richtung Salomonen zu fliegen. Aber da gab es dann noch viele kleine Zwischenschritte. Vielleicht könnt ihr da einfach mal anknüpfen, wie ihr dann sozusagen, es war München, ne, da am Flughafen ankamt. Ja, wir hatten ja dann eben im Zug die fehlenden finanziellen Mittel erhalten, um dann ein Flugticket nach Perth, Australien, erstmal zu kaufen, wo der Alexander wohnt, unser Reisegefährte, der ja dann mit auch auf die Salomonen geflogen ist. Und so ging das dann weiter, dass wir zunächst einmal in den Last-Minute-Angeboten von dem passenden Flug noch genau 4 freie Plätze hatten, die wir ja auch brauchten, weil unser Kleinster, der ist ja auf dem Schoß sozusagen mitgefahren. Und das war schon so das Erste. Das passte wieder so alles genau. Ja, und dann magst du weiter erzählen? Also ich wollte erzählen. Erzähl mal, du bist Oh. gerade gut im Fluss. Okay, und dann sind wir am Flughafen angekommen und stellten dann fest, oh, es wird ein bisschen knapp. Und dann kamen wir zum Schalter und dann war da die Dame und die sagte, oh, sie ist aber gut, ich wollte in 5 Minuten jetzt gerade zumachen. Sie haben aber Glück, weil das Flugzeug hat heute eine halbe Stunde, war es, glaube ich, ne? Ungefähr, ein Eine bisschen mehr. halbe Stunde Verspätung. Ansonsten hätte sie schon geschlossen gehabt. Ja, und dann konnten wir so gerade noch rein. Also das Flugzeug hat sozusagen auf uns gewartet, dass wir noch einsteigen konnten. Sind dann noch schnell zum Check-in und so, ne? Und was da dann schon war, wir hatten ja eigentlich vorgehabt, direkt auf die Salomonen zu fliegen und den Alexander da zu treffen. Jetzt war es aber so, dass das Geld, was wir bekommen hatten im Zug für ein Ticket direkt auf die Salomonen nicht gereicht hätte, wohl aber nach Perth. Und dann haben wir gesagt, okay, das Universum will, dass wir erstmal nach Perth fliegen, sonst hätte es uns ja mehr Geld geschickt, haben wir das Ticket nach Perth gebucht. Was wir allerdings nicht bedacht hatten, weil das ja alles eine sehr spontane Kiste gewesen war, dass wir ein Visum für Australien gebraucht hätten. Jetzt fragte die Dame dann natürlich am Schalter, wo unser Visum wäre. Wir hatten ihr die Situation dann geschildert und aufgrund der Zeit, weil sie ja wirklich, wir waren die Letzten im Prinzip, alle waren schon drin. Ja, so, es war nicht mehr viel Zeit, hat sie dann uns erstmal nur ein Ticket bis Kuala Lumpur ausgestellt. Also wir sind geflogen, die Route ging von München nach Istanbul, nach Kuala Lumpur, nach Perth. Man sagt, spätestens dann brauchen Sie das Visa. Ich kann Ihnen das jetzt noch nicht weiter ausstellen, weil ne, wegen der Ein- und Ausreisegenehmigung, so die lassen Sie nicht weiterfliegen ohne Visa. Aber bis dahin haben Sie dann Zeit, sich das zu organisieren. Dann sind wir erstmal ins Flugzeug eingestiegen, sind nach Istanbul geflogen. Das war auch gar nicht so weit, 2 Stunden. Und dann wollten wir dann das Flugzeug nehmen nach Kuala Lumpur. Und es war schon so, ich glaube, Mitternacht oder 12:30 oder so. Es war Ne? Und Nacht. es war auf jeden Fall schon sehr Spät. spät. Die Kinder waren ja die ganze Zeit wach und wir wollten dann im Flugzeug schlafen. Die Kinder waren, also die waren die ganze Zeit wach gewesen und waren dann schon müde, das wollte ich sagen. Und dann am Schalter fragten sie eben wieder nach dem Visa. Wir hatten das ja noch nicht. Das ging jetzt vorher ein bisschen. Und dann hieß es, no Visa, no fly. Und dann standen wir da. Mist, was machen wir jetzt? Und dann fing unsere Große an zu weinen.
Und ich habe dann nur noch angefangen zu beten. Und dann kam der Supervisor. Supervisor, genau, also der von dem Angestellten am Schalter, der doppelt, also der Vorgesetzte vom Vorgesetzten, ja, wirklich Von der Fluglinie, von Turkish Airways. von Turkish Airlines, genau. Airlines, richtig. Genau, nicht Airwaves. Nicht nicht Airways, Geht hier Airlines. nicht um Kaugummi. Genau. Und die haben dann gesprochen, er guckte uns dann so an und dann haben die wirklich, es war wirklich phänomenal, weil ich habe da wirklich gestanden und wirklich mich mit der geistigen Welt verbunden und habe gesagt, Leute, regelt das jetzt bitte, dass das hier alles irgendwie gut ausgeht und habe mich wirklich ausgerichtet. Ich will jetzt auf die Salomonen irgendwie, weil es war ja auch klar, wenn wir den Flug jetzt nicht nehmen können, ist das Ticket weg, ist das Geld weg und ne, so, ja. Und dann habe ich richtig so wirklich das Gefühl gehabt, das ganze Universum biegt sich jetzt und biegt diese ganze Sache jetzt irgendwie so zurecht, wie das passen, weil ich habe das wirklich so wie so ein Bild vor meinem Auge gehabt. Und dann sagte wie hieß der Supervisor an dem Schalter, okay, Sie können hier übernachten auf Kosten der Airline. Wir bringen Sie in ein Hotel. Wir fahren Sie dahin. Wir holen Sie morgen doch wieder ab. In der Zeit haben Sie Zeit, Ihr Visa zu organisieren. Und sobald Sie das Visa haben, gehen Sie bitte zu den Kollegen am Schalter. Wir hinterlassen jetzt hier eine Notiz im System. Und Sie können dann den Flug nehmen und Ihr Flug verfällt auch nicht und dann können Sie weiterfliegen. So. Und das war schon so, ich dachte, wow, also super nett. Ich muss sowieso sagen, es ist ja bekannt, man sagt es den Türken ja auch nach, dass sie so sehr gastfreundlich sind und genau das haben wir auch erlebt. Also das war wirklich, die sind so gastfreundlich, auch die ganze Zeit während unseres Aufenthalts. Die Leute, die haben uns immer geholfen. Wir haben immer zu trinken bekommen. Wirklich, also Top-Service, kann man nicht anders sagen. Und wir sind dann mit so einem Taxibus in so ein Hotel gefahren. Das war ja schon mitten in der Nacht. Und haben dann da übernachtet und sind dann morgens aufgestanden und runtergegangen in den Speisesaal und haben dann eigentlich erstmal wirklich gesehen, wo wir da waren. Und das war wirklich ein Fünf-Sterne-Hotel mit Marmorfußboden, schönen Kronleuchtern und wirklich super, super netten Personal und ganz, ganz tollen Frühstücksbuffet. Also das ließ wirklich keine Wünsche offen, frisches Obst und wirklich leckere Sachen und haben dann da uns gefühlt wie Gott in Frankreich. Also das war phänomenal. Und in dem Moment war wirklich so dieses Gefühl, okay, diese Reise steht unter einem guten Stern. Also das hatten wir schon in der Zugfahrt gefühlt, aber das war wirklich so, wir sind so behütet, wir haben uns so geborgen gefühlt von Mutter Erde, vom Universum, von der lichtvollen Welt, einfach so, so wirklich so dieses, wir sind versorgt mit allem, was wir brauchen. Es ist alles vollkommen. Also das war unbeschreiblich. Und ja, dann haben wir uns da erstmal uns gut gehen lassen und sind dann zurück zum Flughafen gebracht worden. Und das war dann ein bisschen problematisch mit dem Visa. Der Alexander hat uns dann geholfen vom Laptop aus, weil wir das übers Handy nicht so hingekriegt hatten, aus Australien. Und dann sollte das eigentlich innerhalb von kürzester Zeit auch da sein. Es zog sich dann aber etwas, so dass wir dann tatsächlich noch mal eine Nacht am Flughafen verweilen mussten. Und das war für uns ein starker Prozess, weil wir ja auch so ein bisschen zu dem Zeitpunkt noch dieses hatten, ja, wir haben den Urlaub vom Dennis 4 Wochen, vielleicht 5, oh, jetzt verlieren wir hier schon so viel Zeit und so, ne? Und wir haben dann eben auch reingespürt und immer wieder geschaut, was bedeutet das jetzt? Und es kam dann immer dieses Entschleunigen, ne? Stellt euch schon mal drauf ein.
Es dauert halt eben so lange, wie es dauert. So, ja, man kann das nicht beeinflussen, bleibt im Vertrauen. So, es ist ja alles da, ne? Und ja, so war es dann im Endeffekt ja auch, ne? Wir wussten ja noch nicht zu dem Zeitpunkt, dass wir auch 2 Monate eben auf den Salomonen sein würden und 3,5 Monate insgesamt unterwegs. Das hatte sich da dann schon so ein bisschen angekündigt. Ja. Das fordert Ja. so die Geduld, die menschliche Geduld so ein bisschen heraus, ne? Ja, genau, aber wirklich auch so diese Prüfung im Vertrauen zu Ja. bleiben und auch aus diesem inneren Druck herauszugehen, so mit diesem, wir müssen ja jetzt und ne, so. Ja, und was eben auch ganz wichtig ist in diesem laufenden Prozess jetzt, weil nachdem wir dort in Istanbul gelandet waren, wir wussten ja, es kann jetzt alles passieren. Und wir haben dann immer hereingefühlt, gespürt und gefühlt, was ist der nächste Schritt? Was gilt es als nächstes zu tun? Also das war eigentlich so die Hauptfragestellung, mit der wir durch den Tag gegangen sind, um immer wieder reinzufühlen, Ja. so, wo ist hier jetzt der rote Faden? Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, als wir die Visas beantragt hatten, waren dann, nachdem wir wieder zum Flughafen gefahren worden sind, zum Laufe des Tages 3 von 5 Visas waren dann eben bestätigt. Also es lief ja alles online. Aber wir brauchten ja eben die 5, um weiterfliegen zu können. Und ich war dann eben beim Service-Schalter in Istanbul und habe denen dann die Situation erklärt. Und das Erste, was die Angestellte mir dort sagte von der Airline, war ja, also normalerweise, wenn sie ihren Flug nicht nehmen, so wie gestern Abend, ja, dann verfällt der. Sie sagte, also das geht nicht. Sie kriegen ja jetzt nicht noch nicht einfach einen neuen Flug kostenlos bestellt. Das ist ja Ihr Problem, wenn ihr Ihr Visa nicht rechtzeitig bestellt haben. Genau. Kann man ja auch mal grundsätzlich nachvollziehen. Ja. Und dann habe ich aber gesagt, ich so, wissen Sie was? Wir hatten aber Kontakt mit dem Supervisor, mit dem leitenden Angestellten, und der hat gesagt, er macht eine Notiz im System dafür. Und mit dieser Notiz im System bestätigt er nochmal, dass unser Flug nicht verfällt. Er hat gesagt, dass er sich persönlich für uns einsetzt. Gucken Sie das doch bitte mal nach. Und da guckte sie mich schon so ein bisschen ungläubig an dem Service-Schalter. Und ich habe innerlich dann einfach nur gehofft und gebeten und gesagt, ja, Hauptsache, der hat das jetzt auch wirklich gemacht und nicht einfach nur gesagt, um es abzufertigen, ja. Und dann guckte sie im System und da gab es dann wohl scheinbar tatsächlich so ein Notizfeld, ein Kommentarfeld. Und da hatte der Supervisor eine Nachricht hinterlegt und gesagt, dass unser Flug noch weiterhin gültig ist, also der Anschlussflug. Damit Egal wann er geht. Genau. egal, wann er geht, ne? Er sagte uns, sie können am nächsten Tag fliegen, aber das stand da jetzt natürlich nicht drin, sondern es war halt klar, wenn wir das Visa haben, können wir weiterfliegen. Und dann sagte die Angestellte, ja, okay, hier steht tatsächlich etwas drin. Ja, jetzt sind ja noch nicht alle Visa da, sie können noch nicht weiterfliegen, aber dann warten sie noch so lange, bis das dann soweit ist. Und dann durften wir noch eine weitere abenteuerliche Nacht in Istanbul am Flughafen verweilen, was jetzt letztlich gar nicht so schlimm war. Die Kinder haben sich prächtig amüsiert. Es war halt ein reges Treiben, das erste Mal in so einem großen Flughafen. Es gibt da Relax liegen. Also von daher, wir waren gut versorgt. Na, das war schon gut. Und es ist auch so, wie die Anne gesagt hat, für uns war es nochmal auch nach der anfänglichen Abfahrt dann auch nochmal wirklich ein Ankommen auf der Reise, obwohl wir noch ganz am Anfang standen. Es war so, wir sind jetzt schon mal unterwegs. Und es läuft und es fließt. Und wir haben jetzt schon mal die erste Hürde sozusagen genommen. Wir sind schon mal aus Deutschland abgeflogen und sind jetzt schon sozusagen an der ersten Station. So, und dann verstrich der erste Tag, also der Tag dort in Istanbul. Und am nächsten Tag waren dann die beiden anderen Visas eben auch da, so dass wir dann alle Visas zusammen hatten. Und dann bin ich wieder zum Service-Schalter. Und dann hatte ich das gleiche Spiel. Dann sagte mir dann, natürlich war eine andere Angestellte an dem Tag So dann ist da es. und die sagte, nee, also ihr Flug ist verfallen, also das geht so nicht, ne? Ich sagte, nee, nee, aber der Supervisor, dann guckte sie dann nach und sagte, oh ja, hier sehe ich eine Notiz. Ja, dann ist ja alles klar. Dann stelle ich Ihnen jetzt die neuen Flugtickets auf für den Anschlussflug dann nach Kuala Lumpur. Und damit war alles klar. Also das war für uns wirklich das Ticket vom Supervisor, weil er uns in der Nacht gesehen hatte mit den 3 Kindern und auch mit der Sophia, die dann da diesen, ja, ich sag mal, Heulanfall bekommen hatte, weil es dann weiterging und Nee, die war einfach die durch, war ne? Die einfach war durch und total. müde, ja. Und da Die hat auch hat er mitgearbeitet, eben die auch Frau. gesehen und gesagt, also ich kann sie jetzt hier nicht einfach so am Flughafen lassen. Wir übernehmen das komplett auf Kosten der Airline. Und das war das erste Mal auch dieses Gefühl, was ich ja auch noch zu einem späteren Zeitpunkt dann
immer stärker herauskristallisiert hat, dass wir als Familie gereist sind und diese Familien, ich sag mal, diese Familieneinheit, die wir hatten, aber auch in unserer äußeren Präsenz, das war immer wieder unser Erfolgsgarant. Ja. Und es ging ja dann sogar noch weiter, weil natürlich die Dame in dem System von dieser Abwicklung mit den Flügen nicht einfach einen neuen Flug buchen konnte. Und das heißt, sie hat dann den alten Flug storniert, um dann den neuen Flug buchen zu können. Und dann haben wir in Australien, als wir dann in Australien angekommen waren, festgestellt, dass durch die Stornierung des Fluges auch das Geld auf unser Konto von dem Flug zurücküberwiesen worden war. Und von diesem Geld, das war dann da und dann war das da immer noch und das 2 Wochen später war das immer noch da. Und von diesem Geld haben wir dann das Ticket gekauft, um auf die Salomonen weiterzufliegen. Und das war dann auch wieder so eine Sache. Und wir haben das natürlich auch immer wieder geprüft, ne? So, ist das jetzt okay und so? Und die geistige Welt hat dann mal gesagt, ja, nee, so, das ist jetzt extra alles so, genau so sollte es sein, genau so war es eingefädelt, damit es dann da weitergeht. Das Genau, ist das doch heißt toll, also, oder? Wie ja. sich das so fügt. Also, wenn man es fließen lässt, wenn man Ja. ins Vertrauen geht und es fließen lässt. Und wenn man halt auch fühlt, dass das genau gerade der Herzensweg ist. Ja. Wenn man wirklich fühlt, also sich auch wirklich nichts vormacht, das ist auch so wichtig, Ja. ne? Wenn man sich nicht selbst überlagert mit einem, ich sage jetzt mal, Wunschdenken, ja, sondern wirklich innerlich einfach fühlt, das ist genau mein Weg und da geht es jetzt genau lang. Und genau diesen Ruf, den verfolge ich jetzt, den gehe ich jetzt. Und das haben wir damit getan. Und dadurch hat sich wirklich wie das Universum gebogen, ja, also wie die Anne das so schön gesagt hat, um es eben möglich zu machen. Also wenn man überlegt, wir sind von Istanbul nach Kuala Lumpur und dann nach Perth geflogen. Wir wurden dort abgeholt von dem Alexander, der hat uns dann bei sich zu Hause mit aufgenommen. Und dann saßen wir bei ihm zu Hause, ich weiß noch genau. Hello everyone, this is the latest update on our journey to the Solomon Islands. As you can see, Dennis and his family have arrived, and we've only just decided to have Dennis on with the kids. It would be a bit of a drama. So there's been quite a story. So I sent some money over to Dennis to help with the travels, and we got all the way to Turkey, and he had to stay there for a day or two to get his visas, and the Turkish Airlines so generously provided him a night in a five-star hotel and another day in the airport because the visas weren't all processed. Then he arrived here last Saturday, 2 a.m. and has acclimatized. And in the meantime, we realized that they had to also adjust to Australia and the energies here, and some energy work has happened for the planet, and some energy has happened through them, through Fabian and Melissa at Opulence Oils. They needed some alignment. And during the week, we're sitting here discussing how we're going to continue the travel. And then Dennis goes, "Why have I got so much money in my credit card?" And then he looks, and Turkish Airlines have refunded all the money, like cancelled by. What's it called? Handler? No, not handler. Cancelled by merchant. So the universe is really on our side, and we can now reuse this money for the next leg to get us to the Solomon Islands. And we have booked all the tickets. We're leaving on Tuesday from Perth, and Wednesday morning we should be leaving for the Solomon Islands from Brisbane to do most of what we came for. For me, of course, it is gifting my organs under mobile phone towers. With doing some work with Anna and Dennis, we have come up with, sorry, a big piece. So I have a 2.5 kilo pyramid here that we are using as a spiritual tool to connect the ley lines from the Solomon Islands with Uluru so that there is a harmonic connection on the planet again. And guided to have a big piece of emerald in there, to the dark green heart color, and the pink in the top and the red in the bottom for grounding and the other heart colors. And some of the elementals in there for their spiritual energies.
and the pipe on the bottom as we are focusing the energy into the ground. And with that, I will hand over to Dennis to explain the third part of the journey for investigating and maybe making contact with the giants. Dennis Mater. Yes, thank you, Alexander, and thank you for your words and your explanation. Man weiß gut, wir haben jetzt das Geld gehabt, um jetzt hier hinzufliegen, aber wie geht's jetzt weiter? Ja. Und dann prüfe ich den Kontostand und sehe auf einmal diese Rückbuchung. Und wir haben den kompletten Flug bis nach Australien, haben wir wieder zurückerstattet bekommen. Und dann war dieses Gefühl, wir sind jetzt umsonst, sozusagen, also kostenlos, sind wir jetzt nach Australien geflogen und jetzt fliegen wir quasi weiter damit zu den Salomonen. Und da habe ich mir gedacht, Halleluja, liebes Universum, wir fliegen hier um die halbe Welt und du lieferst uns hier das gesamte, ja, die finanziellen Mittel, das Geld, damit wir das auch leisten können, also damit wir das auch durchführen und realisieren können. Aber weißt du, was das auch gezeigt hat? Dass es Geld eigentlich nicht das Zahlungsmittel ist, sondern dass das Zahlungsmittel ist Vertrauen in den Weg und in dein Ziel. Ja, und auch dieses, ich finde auch, das ist momentan auch sehr stark bei uns im Feld, das aus dem Herzen geben. Ja, die Herzwahrheit. Also, ja, wenn man wirklich auch in dieser, nee, nicht nur die Herzwahrheit, sondern auch so dieses Wohlwollende, so dieses wirklich ohne die Bedingung zu sein, also wirklich in dieser Liebe zu sein und die Dinge wirklich aus dem Herzen heraus, aus einer tiefen Liebe und aus einem tiefen Gefühl heraus zu tun, für das Allgemeinwohl auch, also für den Mehrwert, ja, also wirklich einen Mehrwert auch zu erzeugen. Und dann, man gibt es so in das Feld und das Feld, das antwortet einem auch genau mit dieser gleichen Frequenz. Und das ist für mich auch, das ist für mich eigentlich das Zahlungsmittel der Zukunft sozusagen. Das meinte ich. Genau, das meinte ich. Das zeigt es einfach, dass in Anführungszeichen, wie unwichtig Geld ist, wenn man ins Vertrauen geht. Man braucht natürlich diese Zahlen auf dem oder im Computer, mehr ist es ja eigentlich nicht, um irgendwo hinzugelangen. Die werden dann wieder weniger, dann werden sie wieder mehr, die Zahlen und so weiter. Aber das Wichtigste ist einfach, in Liebe, im Vertrauen zu bleiben und dann fügt sich das. Genau. Und eben auch ohne Hintergedanken. Ja. Ne? Also in so einer Reinheit auch damit zu sein, ja? Genau. Ja. Genau, und das ist ja auch oft so, wenn man jetzt zu, ich sag's mal, Coaches, Heiler geht, wie wir es jetzt sind, da denken oft die Leute, ja, da kann man ja kein Geld dafür nehmen. Ne? Und aber das ist ja nur ein Zahlungsmittel der manifestierten Matrix, in der wir halt jetzt leben. Und was anderes ist es nicht. Und wir geben ja unsere Energiearbeit dem anderen weiter, dem Klienten oder Patienten oder Menschen, der halt da zu uns kommt. Und deswegen ist das ist einfach Zahlungsmittel der Welt. Und da brauchen wir uns keine Gedanken drüber machen. Ist egal, mit welcher, in Anführungszeichen, Berufung, Arbeit wir nach außen gehen, wir was für einen anderen Menschen tun. Ne? Das ist egal. Und es ist alles gleichwertig als Energieausgleich. Egal, ob ich mir jetzt ein Brot für Geld kaufe oder ob ich von uns dreien komme und sag ich mal, einfach nur zuhöre dem Menschen, der zu uns kommt, seine Lebensaufgabe erkenne oder seinen Seelenweg erkenne und so weiter. Das ist es einfach. Und ich möchte einfach nur damit sagen, dass es halt ein Tauschmittel ist. Ich möchte drauf zurückkommen, weil Dennis hat so eine schöne Kette an. Und die ist ja auch verbunden mit eurer Reise.
Da kommen wir wahrscheinlich heute nicht mehr dazu, aber das hängt ja auch mit eurer Geschichte zusammen und den Erlebnis mit den, ich sag's mal, Oberhäuptern dieses Dorfes oder der Dörfer, wo ihr wart. Und das sind Zahlungsmittel, mal da drauf, kurz drauf zu kommen. Und das finde ich halt so toll, da kommt so eine Energie rüber, das fällt mir halt so auf und sticht mir jetzt sozusagen mit ins Auge und berührt auch mich total. Das wollte ich einfach jetzt nur mal gesagt haben, weil das auch immer dann gefragt wird und ja, ihr macht dann immer Werbung und das ist ja auch Werbung für eure Arbeit und warum nimmt man für eine Energiearbeit Geld und so weiter und so fort, ne? Also, genau. Ja, alles braucht einen gewissen Ausgleich. Ja. Und man kann ja auch, also ich, wie soll ich das sagen? Ich habe auch immer wieder Situationen, wo der Preis irgendwie für beide plötzlich klar ist. Ja. Ja, ich hatte neulich eine Situation, da habe ich am Stand einen Kristall verkauft. Und der Mann fragte, was kostet der? Und ich hatte Ja. den nicht im Kopf, den Preis. Und ich kriegte aber direkt durch 20 Euro. Dann habe ich auf die Liste geguckt, da stand da 15 Euro. Dann habe ich zu ihm gesagt, 15 Euro. Dann kommt er wieder, gibt mir 20 Euro und sagt, passt so. Ja, so. Also wir haben eigentlich beide 20 Euro empfangen und dann war es doch gut. Und ja, und auch so ist das, ne? Also das ist ja immer wieder auch so individuell und das Geld ist eben eine Möglichkeit, um halt eben auch etwas zurückzugeben, Ja, ne? Man genau. kann ja auch genauso gut einen Tauschdeal machen oder so. Das ist ja immer individuell. Man muss immer halt gucken auch, ne? Ich sage, die Leute, die das nicht mitbekommen haben, also ich habe das ja alles auch mitbekommen. Ich habe euch ja von Anfang an auch da, euch auf dem Telegram-Kanal, die ganzen kleinen Reiseschritte verfolgt und ihr habt jeden daran teilhaben lassen. Und das fand ich so interessant und spannend, wie sich das alles gefügt hat. Jeder einzelne Schritt hat sich ineinander gefügt, so wie ihr das jetzt gesagt habt. Also es hat alles so sein sollen, wie es gekommen ist. Genau. Und das ist eben auch wichtig, dass nochmal, schön, dass du diesen Aspekt nochmal reinbringst, weil wir erzählen ja jetzt nach und dann kann man auch noch schon mal den Eindruck bekommen, dass sie das genauso geplant haben. Und das Schöne ist einfach auch über die einzelnen Reiseberichte, also ich habe ja mal die Sprachnachrichten. Ja. Hallo zusammen. So, die jetzige Sprachnachricht wird eine besondere Sprachnachricht, wie ich selber finde. Weil mit dieser Sprachnachricht möchte ich viele Informationen teilen bezüglich der Riesen und einige Infos mit euch hier jetzt auch durchgehen und anschließend auch gerne etwas teilen. Heute Morgen war der Ranger hier. Wir waren verabredet. Ich meine der Ranger, dann meine ich Morlon. Morlon ist verwandt mit Alistair. Morlon, der Ranger. Ihr erinnert euch, ich habe es in der letzten Sprachnachricht gesagt, ist derjenige, der etwas dokumentiert hat. Und genau deshalb gab es heute dieses Treffen, dieses Gespräch darüber. Und wir haben über diese Dokumentation, die er angefertigt hat, gesprochen. Und er hat sie mir auch gezeigt. Und ich durfte diese auch sogar abfotografieren. Das Ganze im Volumen sind 2 DIN A4 Seiten handgeschrieben von Morlon. Das eine ist aus 2018 und dann kam noch mal etwas hinterher aus 2019. Und es beschreibt die Geschichte von Solo und seinem Vater. Solo ist der Onkel von Morlon, das muss man dazu sagen. Und in dieser Geschichte geht es eben um Begegnungen mit dem Riesen des Stammes. Auf den Telegram-Kanal gesetzt und wir standen immer an gewissen Punkten, ohne zu wissen, wie es jetzt weitergeht. Also da sind wir auch wieder beim Thema Vertrauen ganz stark. Aber jetzt so im Nachhinein, wenn man das dann halt aneinander reimt, erzählt, dann wirkt es so nahtlos und so Ja, geplant. das Aber war's das nicht. keinesfalls.
Nee. Und das ist halt auch nochmal gut, das so ganz deutlich zu sagen. Es war wirklich, dass wir wie mit einem Sprung ins kalte Wasser, wenn man so möchte, wir sind sozusagen, so sind wir gestartet. Aber halt mit dieser Portion eben Vertrauen und Mut. Und dann hat sich das ergeben. Und dann kam auf der Zugfahrt eben die Gelder, weil viele Menschen mitbekommen haben, wir sind losgefahren. Sie haben an uns geglaubt und ich sag mal, mit ihrer Spende haben sie aber auch gleichzeitig an sich geglaubt, dass es geht. Ja. Grundsätzlich. Das muss man auch ganz klar so sagen. Und dadurch sind wir eben ins Flugzeug gestiegen, sind weitergeflogen und dann hat das Universum für uns weitergearbeitet und dann kam es eben über diese Rückerstattung wieder. Und dann ging es ja noch weiter und weiter und weiter. Und so hatten wir halt Schritt für Schritt immer wieder neue Situationen, die gemeistert werden wollten. Und es ist auch wichtig zu verstehen, dass wir natürlich dabei auch immer wieder auch Begleitprozesse gehabt haben. Also es ist auch wie ein großes Seminar gewesen über 3,5 Monate mit unterschiedlichen Modulen, wenn man das mal so Ja. übersetzt. Ja, also es war eine sehr starke Persönlichkeitsentwicklung für uns, derer wir uns dort ausgesetzt haben, aber eben auch für die Kinder natürlich, die erstmals überhaupt geflogen sind, die erstmals überhaupt so weit weg waren, die in Berührung kamen mit einer anderen Sprache, die in Berührung kamen mit anderen Kulturen, natürlich auch mit den ganzen Dschungelsituationen, die wir dort hatten, die Expedition. Das war ja für uns alle auch in dieser Familienkonstellation neu. Wir haben so etwas noch nie gemacht und das wird vielleicht auch gerade mal ein bisschen Raum bekommen. Wir sind schlicht und weg einfach gesagt unserem Ruf gefolgt, ohne zu wissen, was uns tatsächlich erwartet, ohne zu wissen, wie lange wir unterwegs sein werden. Ja, und das war einfach alles offen, genau wie die finanziellen Mittel. Aber zu dem Zeitpunkt der Geschichte, wo wir jetzt gerade stehen, waren wir zumindest schon mal in Australien angekommen. Deswegen, das war schon mal ein ganz gutes und tolles Gefühl, also wirklich ein Erfolgsgefühl und auch immer ein schönes Gefühl zu wissen, man hat alles Wichtige bei sich und das ist die eigene Familie. Wenn es der Familie gut geht und wir sind alle beisammen, dann haben wir uns immer wohl gefühlt. Und dann haben wir uns aber auch stark gefühlt als Einheit und wussten, solange wir innerhalb der Familie intakt sind, solange wird auch alles gut für uns laufen. Und wir müssen uns keine Sorgen machen. Also das war auch ein ganz wichtiges Gefühl. Die Sicherheit war auch innerhalb der Familie gegeben, solange wir alle zusammen waren. Jeder Einzelne. Das war ein ganz wichtiger Faktor auch. Jedes Mal. Und es hat sich auch immer wieder potenziert dann. Auch in wieder neue Energie, die freigesetzt worden ist für die kommenden Bewältigungen, für die kommenden Herausforderungen, die sich halt immer Schritt für Schritt gezeigt haben. Ist ja auch wichtig, Schritt für Schritt, weil man ja auch Zeit braucht für Verarbeitung. Das, was man schon erlebt hat, das muss man ja auch erstmal verarbeiten. Deswegen wird man ja auch immer Schritt für Schritt an Situationen herangeführt. Wir verstehen es oft nur immer als Bremsen vielleicht oder als zurückhaltend oder zu langsam, ne, weil wir ungeduldig sind. Aber das hat alles seinen Sinn, dass es Schritt für Schritt geht. Absolut. Und auch da dürfen wir echt vertrauen, dass immer alles zu unserem höchsten göttlichen Wohle geschieht und da auch einfach immer in enger Kommunikation auch mit dem Spirit sein, immer wieder auch nachfragen und natürlich sich auch ausrichten. Sag, da will ich hin. Was braucht es denn jetzt? Was gibt es jetzt als nächstes zu tun? Ne? Und dann halt, ja, das einfach auch, wie gesagt, umzusetzen. Genau. Und Und wie ging das genau? Wie ging das dann weiter? Ihr wart beim Alexander. Habt ihr bei ihm privat gewohnt oder wie war das? ja, genau. Wir hatten dann in einem Zimmer dann da das Doppelbett bekommen und dann noch Matratzen für die Kinder dabei. Das war alles eng, aber das ging. Und wir waren einfach auch, ja, wie soll ich das sagen? Wir waren einfach dankbar. Wir waren einfach dankbar, dass sich irgendwie, das ging eigentlich die ganze Reise so. Wir waren einfach immer dankbar, dass sich einfach irgendwie immer Möglichkeiten aufgetan haben. Zum Alexander kann ich vielleicht noch ganz kurz so erzählen, um auch die Zuschauer da besser abzuholen. Ich hatte den Alexander bereits 2012 kennengelernt, ja, also sprich vor 11 Jahren schon davor, als ich mir meinen Kindheitstraum erfüllt hatte mit einer Weltreise. Und da bin ich ja mit meinem Bruder mit dem Fahrrad aus Deutschland losgefahren und dann Richtung, ja, also Europa, Asien und dann kamen wir nach Australien.
Und dort habe ich dann den Alexander kennengelernt über einen Stammtisch von ausgewanderten Deutschen in Perth und habe dann daraufhin beinahe 6 Monate bei ihm gelebt, aber ihm und seiner Frau. Und in dieser Zeit auch gearbeitet, in Australien gearbeitet, also wirklich gelebt und gearbeitet auch, um das Reiseportemonnaie wieder aufzufüllen. Und eben aus dieser Zeit heraus ist halt ja mehr als eine Bekanntschaft auch gewachsen. Also das ist wirklich eine Freundschaft, die dann über die Jahre immer geblieben ist. Und es hat sich dann dahingehend gezeigt, als klar war, dass wir zu den Salomon reisen werden, der Alexander kommt mit, das ist unser Reisegefährte. Ja, und er selbst hat halt deutsche und australische Wurzeln. Und hat uns dann dort aufgenommen, wie gesagt, abgeholt und aufgenommen. Und das war für uns dann erstmal auch schon mal ein Anker, auch so dieses Ankommen, weil wir eben auch da gemerkt haben, insbesondere die Kinder, wir hatten ja einmal diese Zeitverschiebung natürlich nach Australien, die Kinder brauchten einfach auch Zeit, immer mal wieder so zwischendurch zu pausieren und anzukommen. Und das wollte auch einfach gesehen werden. Und vielleicht auch ganz wichtig für die Kinder, waren Kängurus genauso interessant wie Riesen? Habt ihr da eine Begegnung auch so mit den freilaufenden Kängurus? Also wie gesagt, ich war ja noch nie in Australien. Wie ist es da? Laufen die da frei rum? Wieso? Ja, Wie wie die Rehe im Hasen Wald. oder Rehe oder so? Ja, wirklich so, ja. Genau, also sobald man zur Dämmerung, sage ich jetzt mal, rausfährt, wenn man mal so gegen Abend, man fährt, Perth ist ja eine sehr, sehr große Stadt. Und man fährt mal so ein bisschen raus, dass man schon so Richtung Outback kommt oder so mehr so in diese ländlichen Gegenden, sieht man sehr viele Kängurus gegen Abend. Also, ne, ganze Rudel. Ich weiß nicht, ob man Rudel sagt zu Kängurus, aber schon so ganze Familien. Deswegen sind wir natürlich auch rausgefahren, um auch zu schauen, wo sind Kängurus. Und das war für die Kinder das wirklich auch ein Highlight, die mal wirklich, ja, so wild zu sehen, sagen wir es mal so. Also, Das das ist wird tot. viel, ja. Das ist da schon viel mit den Kängurus und natürlich dann gibt es auch noch die Emus, ne? Also die Okay. Draußenvögel, die gibt es dort auch sehr viel. So etwas, auch gerade so etwas nördlich von Perth, sieht man da sehr, sehr häufig. Genau, irgendwie Kängurus. Das sind so die beiden Tierarten, die mir so in Erinnerung geblieben sind, die man dort sehr häufig sieht, wie bei uns mal so ein Reh oder ein Hase oder ein Fuchs. Oder ein Ne? Wildschwein. Oder bei uns hier ja auch, gibt es ja auch Wildschweine, Ja. genau. Und die haben natürlich auch ganz tolle Vögel. Also dann Ja. sind dann im Park einfach die Kakadus und die Wellensittiche und so und diese die Ibize und so, ne? Das ist auch toll, ja. Also auch das war für die Kinder einfach so ein Parkbesuch und dann ist da irgendwie sind dann da so diese Vögel und so. Das war, Das da hat mussten mich total Park. beeindruckt, wenn ihr Videos gemacht habt oder Dennis eine Sprachaufnahme und hinten waren die Vögel so laut. Ja. Das Ja, fand ich richtig. Ja. klasse. Das ist schön, dass du das nochmal sagst. Ich erinnere mich tatsächlich an 2, 3 Sprachaufnahmen, die habe ich in Australien im Park gemacht. Und oftmals war das auch so von der Zeit auch so also die Dämmerungsart, entweder früh morgens oder wieder gegen Abend die Dämmerung. Und das war immer genauso die Zeit, wo dann die Vögel so ihre Plätze dann gesucht haben oder gerade so dann überherflogen. Und ich kann mich gut erinnern, dass ich dann auch ein paar Mal darauf reagiert hatte während der Sprachnachricht und ich hatte dann auch so den Eindruck, also die Leute in Deutschland, die denken jetzt wahrscheinlich, wir haben einen Zoo oder sowas Ja, ähnlich. Also ich ein glaube, Vogel. sowas hast du auch gesagt. Das fand ich so klasse. Vielleicht, ich guck mal, müssen wir mal nach der Sprachnachricht gucken. Das fand ich so klasse. Und da hast du gesagt, hört man mich überhaupt? Die Vögel sind so laut. Ich glaube, so etwas hattest du gesagt. Das fand ich Ja, das klasse. brauchen wir jetzt nicht. Wo wir schon beim Thema sind, Ja. ne? Also, wir hatten ja eben schon gesagt, das war wirklich alles ganz spontan und so. Ja. Diese Sprachnachrichten, die der Dennis während dieser Reise immer aufgenommen hatte, wir haben, jetzt sind wir hier und jetzt ist das passiert und so, ne, Genau. sind alle nach wie vor bei uns im Kanal. Und ja, wer mag, der darf da gerne mal weiter nach oben scrollen und sich das alles nochmal anhören. Und das ist nach wie vor interessant und ja, sich da halt auch im Nachhinein nochmal von uns mitnehmen lassen und da eintauchen, mit uns da auch ein Stück weit diese Reise live zu erleben. Auch wenn es natürlich jetzt schon ein bisschen her ist, aber ja, das ist das Ist noch was Gefühl. ganz anderes. Also wenn man das so hört, man, das ist wie,
Ich weiß, in der Kindheit, wenn so meine Mutter oder mein Vater mir so ihre eigene Geschichte, die sie so erfunden hat, so erzählt. Und mein Vater hat wirklich zwischendurch immer mal auch gepfiffen, wenn er ihr oder irgendein Tier nachgemacht. Und so kam ich mir davor, wie in meine Kindheit zurückversetzt und das so richtig mitgenommen. Das ist so toll. Und ich verlinke auch wieder euren Telegram-Kanal hier unten, damit die Leute auch, da müsst ihr dann oben auf diesen Balken klicken, wo dann wandelnde Gedichte draufsteht. Dann macht sich ein Fenster auf und dann stehen da Dateien und oder Medien drauf und da klickt man dann drauf und da kommt man, kann man die Medien sich dann auch einzeln nochmal anhören. Und ich finde es einfach genial. Es ist wirklich empfehlenswert, das zu tun, weil manchmal kann man da auch schmunzeln dabei. Also wie gerade gesagt, in diesem Fall fand ich das immer auch ganz toll. Und ihr wart dann beim Alexander und ihr habt ihn dann mitgenommen sozusagen auf die Salomonen. Genau. Genau, richtig. Also wir waren dann noch eine, ich denke, so um die 2 Wochen waren wir dann noch bei Alexander. Haben das alles mal noch so ein bisschen sacken lassen, ich sag mal, diese Flugzeit bis nach Australien, aber auch gleichzeitig das Ankommen und dann auch zum Ende hin das Vorbereiten, weil es war ja letztlich so, natürlich hatten wir jetzt auch noch keinen Flug zu den Salomonen gebucht, das mussten wir dann jetzt auch erstmal organisieren. Das Geld war jetzt über die Rückerstattung da, das war schon mal ein glücklicher Umstand Ja, wobei auch und die Frage da war, können wir das jetzt ausgeben oder müssen wir das jetzt wieder da auch hinzahlen? Deswegen hatten wir das auch erstmal nicht wieder eingesetzt, ne? Das kam so nach ein paar Tagen erst. Wir hatten das eben für uns überprüft und da war halt aber auch das Gefühl ganz klar, das geschieht ja jetzt nicht mal einfach so aus purem Zufall, um es jetzt mal ein bisschen spitz zu sagen. Das war einfach klar, das ist unser Ticket dorthin. Und selbst wenn das Geld nochmal wieder eingezogen werden sollte oder da wird was in Rechnung gestellt, dann ist es zu einem späteren Zeitpunkt, aber dann werden wir die Mittel dafür auch da haben. Aber jetzt wird erstmal für diesen nächsten Schritt wird jetzt erstmal das Kapital benötigt, damit wir eben zu den Salomonen fliegen können. Und das war eben auch klar, wir brauchen 2 Flüge. Es gibt nicht viele Flughäfen, die die Salomonen anfliegen. Die Hauptstadt dort auf der Hauptinsel Guadalcanal, das ist Honiara, das ist der einzige internationale Flughafen, wenn man so möchte, dort. Und damit war eben auch klar, dass wir über Brisbane fliegen müssen. Und wir waren ja jetzt in Perth und wenn man sich die Australienkarte anguckt, liegt Perth halt im Südwesten und Brisbane liegt an der Ostküste. Das war dann, damit war eben klar, okay, es gibt keinen Direktflug, wir müssen 2 Flüge buchen, also einmal bis nach Brisbane, nationalen Inlandsflug und dann eben weiter nach Honiara. Kann man nicht auch noch von einem anderen australischen Flughafen nach auf die Salomonen fliegen? Es gab doch noch einen. Ja, ich glaube, es gibt da noch Sydney, gibt es glaube ich noch. Ich Oh, das meine, ist ja eine ganz, das ist doch Westküste eher, ne? also nur von der Westküste aus, ne? Ich glaube, Von der zwei, Ostküste. ja, Ostküste, genau. Ostküste Perth ist an der Westküste, also Südwesten. Und genau, und von der Ostküste aus kannst du dann halt eben auf die Salomonen fliegen. Also Genau. Direktflüge gibt es da sowieso gar nicht. Nee. Nee, also jetzt so von Perth gab es das zumindest nicht. Ja. Na, und damit war halt klar, okay, wir haben jetzt hier nochmal wie ein Flugprojekt nochmal zusätzlich. Und darauf haben wir uns dann halt dann vorbereitet. Und das war auch ein ganz gutes Gefühl für uns eben, dass der Alexander dabei gewesen ist. Er war ja jetzt dann auch sozusagen ortskundig, hat dann auch viel organisatorisch mit in die, ja, halt mit in die Hände genommen und uns da unterstützt. Und wir hatten dann auch wieder den Fokus dann mehr auf die Familie. Ja, und von der Seite hatte das dann auch alles wunderbar geklappt. Und da hatten wir natürlich dann auch schon Kontakt in dieser Zeit, dann verstärkt mit dem Alistair. Und der Alistair, das ist unser Kontakt auf den Salomonen gewesen. Das ist eben einer von Und den wie kamt Kontakten. ihr da zu diesem Kontakt über Alexander dann, oder? Nee, das liegt noch in der Zeit vor der Reise zurück. Und zwar in der Phase, wo ich das Buch von dem Marius Berion gelesen hatte, das ist der Australier, der ungefähr 23 Jahre lang auf den Salomonen gelebt hat und dort auch eine Einheimische damals geheiratet hat und eben auch von den Riesen erzählte. Er hat da aus seinem Leben dort vor Ort eben ein Buch geschrieben und das hatte ich gelesen und in diesem Buch erzählte er eben auch.
dass das für die Einheimischen auf den Salomon vollkommen normal ist, dass es eben Riesen gibt, also humanoide Giganten in einer Höhe von 3 bis 4,5 Meter groß. Und dass die da so, ich sag mal, in einer Selbstverständlichkeit drüber sprechen, wie wir beispielsweise über unser Regenwald. Und als ich das damals las, hier noch in Deutschland, da kam in mir der Gedanke, ja, also wenn das jetzt wirklich stimmen sollte, dann schreibe ich die doch einfach mal an. Da muss ich da gar nicht hinreisen, ja, also das war sowieso noch ganz weit weg, dass ich da mal hinreisen werde, aber ich wollte das mit den Riesen halt näher erfahren. Und so hat es sich dahingehend ergeben, dass ich mir mal die Salomon vorgenommen habe. Es ist ja ein Inselstaat, es gibt mehr als 1000 Inseln und so habe ich mir dann so ein paar größere Inseln herausgesucht und habe ungefähr 10 E-Mails verfasst und habe eben nach den Riesen gefragt. Also wirklich ganz offen, konkret und direkt und hab das gefragt nach den Riesen und dass mich das interessiert und ob das stimmen würde und so weiter und dass ich da gerade recherchiere auch. Und von diesen 10 E-Mails kamen 4 E-Mails zurück, in denen mir die Existenz der Riesen bestätigt wurde. Und wann war das? In welchem Jahr? Das war noch vor der Buchentstehungsphase. War doch, glaube ich, 2013 oder 14 oder Das so. war 2015. Also das war noch eine ganze Oh, Ecke davor. fast 10 Jahre schon her. Das ist schon eine ganze Ecke davor Oh. gewesen. Und unter diesen Antwort-E-Mails war eine dabei und die kam von dem Alistair. Und so ist das entstanden. Und der Alistair hat einen etwas längeren Text geschrieben und hat dann auch geschrieben, ja, die gibt es hier und hat auch ein paar Orte sogar geschrieben, also ein paar mehr Informationen eben gegeben. Und der war einfach auch interessiert, also man merkt auch, der war dann irgendwo auch interessiert. Und aus dieser Antwort-E-Mail ist dann ein Schreibkontakt entstanden über die Jahre, wo wir immer mal wieder geschrieben haben. Und irgendwann war ja dann für uns dann eben auch klar, wir werden zu den Salomonen reisen. Und dann hat sich dieser Kontakt nochmal natürlich vertieft. Und der Alistair hat im Vorfeld gesagt, wenn ihr kommt, dann organisiere ich, dann sagt mir Bescheid und ich organisiere euch eine Expedition. Das heißt also zu einem Stamm, er sagte auch, ich muss das natürlich vorher nachfragen, ob die euch auch willkommen heißen wollen, ob ihr auch eingeladen seid. Und dann organisiere ich euch das. Und ihr könnt dann auch bei mir übernachten auf meinem Grundstück. Ich habe noch Bungalows und da könnt ihr dann übernachten. Und das war für uns natürlich ein ganz, ganz wertvoller Kontakt. So, der hatte dann auch, als ich gesagt habe, ja, wir wollen kommen, hatte er dann eben die entsprechenden Leute befragt, ob das geht, ob wir kommen dürfen. Und wir haben hier eben auch von einem einheimischen Stamm gesprochen, wo noch keine weiße Familie in deren Land der Riesen gegangen ist. Also das war jetzt schon auch eine Frage, ohne dass man den Ausgang wissen konnte. Also das hätte genauso nein sein können. Aber er kam dann wieder zurück und schrieb dann eine E-Mail. Also er war dann wirklich auch länger unterwegs. Er war ein paar Wochen, war der dann weg. Ja, und er sagte, er reist da ein paar Monate, das ist nicht mal eben kurz. Er war dann wirklich ein bisschen länger unterwegs. Und dann kam er wieder, hatte mir eine E-Mail geschickt und sagte, ja, Sie haben eingewilligt, ihr dürft kommen, aber nur dann, wenn ihr auch unsere Tradition und unsere Bräuche auch respektiert und auch tut, was wir euch sagen. Also da war auch ganz klar schon eine Maßgabe vorgegeben. Ja, Sicherheitsgründen, ne? Also, weil, ne, das ist ja wirklich auch in deren Glauben und auch, also was heißt in deren Glauben? Lassen wir das einfach mal so stehen. Also, du kannst nicht Tradition, ja, man versucht das immer in Worte zu fassen, einfach. Genau. aber Also, du kannst nicht einfach so das Land der Riesen betreten. ja. Du musst dann schon eine Ehrerbietung geben. Also in deren Kultur ist es das sogenannte Tschupu. Und Tschupu ist ein Ritual. Das ist eine Opfergabe, die aus 3 Bestandteilen besteht. Das ist einmal Obst und Gemüse. Dann halt eben diese Shell Money, also dieses Muschelgeld, dieses traditionelle Muschelgeld. Und das sind diese Muscheln, die sind auf so, das sind ganz spezielle Muscheln, die sind auf so Fäden
aufgefüllt und aus diesen Muscheln ist eben auch diese Schiefkette, die der Dennis hier oben hat, hergestellt, ja? So, und das ist jetzt eine Form, wie man im Prinzip dieses Muschelgeld oder diese Muscheln verwenden kann. Und das ist nicht so wie hier 5 Euro, 5 Euro, so oder ja, sondern das hat auch eine spirituelle Bedeutung, dieses Geld. Das hat einen ganz anderen Wert im Prinzip, ja, also viel mehr als einfach nur irgendwie eine Zahl und so ein Tauschmittel, ja. Und dann ist es auch in der Tradition so, dass ein Schwein geopfert wird und die Riesen bekommen im Prinzip einen Teil von dem Essen, also die bekommen halt dieses Geld sozusagen und die bekommen halt eben auch Essen und das Dorf oder die halt an der Zeremonie teilnehmen, essen halt eben dann auch davon. Und dann wird natürlich auch geschaut, ob die Zeichen gut sind und so und halt im Prinzip auch nochmal geprüft, ob man dann jetzt überhaupt das Land betreten darf, weil es kann auch sein, dass du die Zeremonie machst und die Zeichen sind schlecht und dann macht das keiner. Ja, also das wird wirklich im Prinzip, ist das eine Art und Weise, wie die auch mit ihren Spirits dann kommunizieren und eben auch ja wirklich ein Offering machen, ja, in wirklich tiefem Respekt vor diesem heiligen Land und auch den Riesen, bevor die dann da überhaupt reingehen. Und das ist wirklich so, dass die, wenn man diese Regeln nicht beachtet, das auch wirklich zu Unglück führt und bis hin zu Krankheit und zu Tod. Und klar kann man jetzt natürlich sagen, okay, das ist Aberglaube und so. Aber ich habe auf der Insel eine junge Frau kennengelernt. Wir haben eine Busfahrt zusammen verbracht und da hat man so ein bisschen Zeit. So eine Busfahrt, die dauert so 1,5 Stunden. Und wir hatten ein sehr nettes Gespräch und sie hat mir eine Erfahrung geschildert, die sie selbst erlebt hat, als sie ein junges Mädchen war. Also sie war ein junges Mädchen, sie war 19 und als sie, ich glaube, 5 und 6 Jahre alt, da hat sie eine Geschichte erlebt in ihrem Dorf, in dem sie groß geworden ist, in den Bergen. Da hat ein Mann an diese Tradition und diese Regeln nicht mehr geglaubt und ist halt eben ins Land der Riesen gegangen. Was er da genau gemacht hat, weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall hat er dieses Ritual und diese Zeremonien, er hat das für unnötig erachtet und hat gesagt, ja, die Riesen gibt es nicht und ich gehe jetzt einfach dahin und so. Und kurze Zeit später ist dann sein Sohn verschwunden gewesen. Und der Junge war so alt wie das Mädchen damals. Und der war dann, ich glaube, eine Woche oder sowas, hat sie gesagt. Also ein paar Tage war der verschwunden. Und als der dann wiederkam, hat er sich ganz komisch verhalten. Hat er alles roh gegessen. Kartoffeln, Gemüse, aber auch eben, sie hat erzählt, sie hat das wirklich gesehen. Der hat einen Huhn eingefangen und einfach angefangen, dieses Huhn roh zu essen. Jetzt muss man, ja, das ist ekelig, aber man muss dazu sagen, die Riesen, die kochen nicht, die essen alles roh. Und es war dann wirklich so, dass die Ältesten aus dem Dorf dann getagt haben und haben dann eben festgestellt, dass der Riese den Jungen mitgenommen hat, weil da halt eben ein Ungleichgewicht entstanden ist, weil der Mann dem nicht an den Riesen geglaubt hat und ihm im Prinzip nicht den nötigen Respekt gezollt hat, dass der Riese auf sich aufmerksam gemacht hat und über den Jungen gewirkt hat, ja, und im Prinzip aufgezeigt hat, dass hier etwas nicht stimmt und hat sich sozusagen das, was ihm zusteht, genommen. Ja, also das Obst und das Essen und so, ja. Und dann haben sie halt nachträglich dieses Tschubo gemacht und danach war der Junge wieder normal. Ja, also das hat sie mir, wie gesagt, das hat sie selbst erlebt. Und das fand ich schon eine sehr beeindruckende Geschichte. Und ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Jeder kann sich dazu denken, was er möchte, aber wir haben ganz viele immer wieder diese Hinweise bekommen und wirklich auch Geschichten. Man spürt das ja auch, ob die Leute einem jetzt einfach was erzählen oder, ne? Und
wir zeigen ja auch in unserem Film einige Interviews und das ist schon beeindruckend, wenn man die Leute so auch sieht und denen zuhört, wie die ihre Geschichten erzählen. Also das hat uns auch immer wieder sehr berührt und wir haben da wirklich viele, viele Geschichten gehört. Wir haben sie leider nicht alle immer aufnehmen können, wie da im Bus, da hatte ich nichts dabei und so, ne? Und manchmal fügte es sich dann einfach nicht. Aber trotzdem haben wir die Geschichten ja in unserem Herzen mitgenommen. Genau. Und ja, das hat auch schon auch was mit uns gemacht, da wirklich immer tiefer auch in deren Kultur dann auch so einzutauchen und in diesen Spirit, den die da haben und wie die das so gestalten und wie die auch die Erfahrungsberichte, die die dann so schildern und sowas. Und ja, also das ist wirklich sehr, sehr wichtig da für die Leute dann eben, also zum tieferen Verständnis. Es ging ja jetzt eben darum, dass es die Bedingung war, dass wir diese Zeremonie mitmachen. Und wir haben dann natürlich gesagt, klar, also ne, selbstverständlich machen wir das alles mit, wenn wir kommen dürfen. Das ist ja ein großes Geschenk. Ganz herzlichen Dank für eure Zeit und dass ihr uns mitgenommen habt in diese wirklichen unglaublich interessanten Geschichte und auf euren Weg zu den Riesen. Ganz herzlichen Dank. Bitte. Danke, liebe Und danke. Alexandra, für dieses wundervolle Interview. Und es ist immer wieder eine Freude, mit dir zu sprechen. Bis Und ja, dann. bis Schöne Macht's gut, Grüße. bye. Liebe Grüße. Ja, tschüss. Und vergesst nicht, meine Social Media Kanäle zu abonnieren, meine Posts und Videos zu liken, einen Kommentar zu hinterlassen und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos und News mehr zu verpassen.